Moin Leute, ja, heute wieder ein neues Video bei unserem Kanal und heute geht es nochmal um die LKW-Bremsanlage und heute ist das Thema, was sehr, sehr interessant ist. Diese Fragen stellen auch sehr, sehr viele Leute in den Führerscheinkursen, auch in der Weiterbildung. Was passiert eigentlich bei der Fahrt, wenn der gelbe, wenn der rote Schlauch reißt zum Anhänger? Welchen Schlauch muss man zuerst dran machen oder abmachen, wenn man Anhänger ankuppelt oder abkuppelt? Guckt es euch einfach an, viel Spaß dabei. So, simulieren wir jetzt einfach mal wieder. Der LKW fährt 80 km/h auf der Autobahn und wie im letzten Video schon gelernt, ist der rote Schlauch immer mit Druckluft. Wenn dieser Schlauch jetzt reißen würde, warum auch immer, würde natürlich Luft im Weichen. Das Anhängerbremsventil versteht das und leitet sofort eine Vollbremsung des Anhängers ein. Rot relativ schnell erklärt. Jetzt das Problem, wenn gelb reißen würde, die Signalleitung. Wenn wir von hier bis Frankreich übertrieben gesagt fahren und keine Bremsung einleiten oder eine Teilbremsung, merken wir das gar nicht im Fahrerhaus. Aber sobald wir eine Bremsung einleiten, kommt das Steuersignal vom Anhängersteuerventil über die gelbe Leitung und das Anhängersteuerventil kapiert dann in Anführungsstrichen, ey, ich habe zu viel Druckverlust oder zu viel Volumen von Luft entweicht. Daraufhin entlüftet das Anhängersteuerventil die rote Leitung und leitet dann auch eine Bremsung ein. Ganz, ganz wichtig, sobald wir die Bremse wieder lösen, wird diese Leitung wieder belüftet und wir können normal weiterfahren. Jetzt haben wir geklärt, was passiert, wenn bei einer Fahrt die gelbe oder rote Leitung reißt. Wenn ihr jetzt schon einen Führerschein macht oder euch schon damit beschäftigt habt oder schon einen Führerschein habt, gibt es ja immer das Sprichwort beim Abkuppeln oder Ankuppeln, Rot darf nie alleine stehen. Jetzt klären wir, warum das überhaupt so ist. Warum ist das Sprichwort jetzt so, Rot darf nie alleine stehen? Wir simulieren jetzt einfach mal, das Fahrzeug steht und wir würden Gelb zuerst abnehmen. Wir ziehen die Handbremse an beim LKW, klar beim Zugfahrzeug. Dann geben wir natürlich über die Handbremse das Signal hier drüber, ey, der LKW bremst, heißt der Anhänger ist auch gebremst. Würden wir jetzt Gelb zuerst abmachen, haben wir kein Signal mehr zum Anhänger und der Anhänger ist wieder gelöst. Wir haben ja vorhin gelernt, Rot darf nie alleine stehen. Jetzt kuppeln wir den Anhänger ab. Wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, die rote Leitung steht immer unter Dampf. Machen wir die rote Leitung zuerst ab, was auch sein muss, sagen wir dem Anhänger Bremsventil, ey, wir haben keinen Druck mehr auf der Leitung, deshalb bremst der Anhänger. Und das ist natürlich sehr, sehr vorteilhaft, wenn wir den Anhänger abkuppeln wollen, soll der Anhänger natürlich auch gebremst sein. Jetzt das andere Spiel, wir kuppeln den Anhänger an. Wieder, Rot darf nicht alleine stehen, heißt wir kuppeln erst Gelb an. Warum? Auch vorhin wieder gelernt, wenn wir Gelb ankuppeln und das Zugfahrzeug gebremst ist durch die Feststellbremse, steht diese Leitung sofort unter Druck natürlich, weil die Feststellbremse eingelegt ist. Das Signal ist dann auf der gelben Leitung. Nachdem wir dann die gelbe Leitung, die Signalleitung dran gemacht haben, kommt zum Schluss die rote Leitung. Rot darf nie alleine stehen und der Anhänger weiß ja schon durch die gelbe Leitung, weil das Zugfahrzeug mit der Feststellbremse gebremst ist, dass der Anhänger gebremst sein muss. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Eure offenen Fragen sind beantwortet. Wenn nicht, ganz, ganz wichtig, schreibt es in die Kommentare oder ruft uns einfach an oder einfach eine E-Mail schreiben, geht auch. Und ja, wollt ihr einen Führerschein-Intensivkurs bei uns buchen und das einfach mal live hier miterleben und auch mal anfassen, die Klamotten, ist das überhaupt kein Problem. In der Videobeschreibung habt ihr einfach den Link zur Homepage und dann sehen wir uns bald auch hier live. Bis zum nächsten Mal.